Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Und heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser handgedrehten Zigaretten, die den Fall Teerosen auslösten. Komm, geh mal irgendwo anders was rein. Bei der Luft und drin ist er nicht ausreichend. Na, schau mal die dort. Wo? Oh. Da, das Mädchen. Ach, so großer Gott, ganz schön voll. Ja. Ist ja wohl nicht drin. Na, Fräulein, Sie wollen doch nicht etwa fahren in dem Zustand. Mir ist es schlecht. Können Sie mir nach Hause fahren? Erst müssen Sie mal verarztet werden. Sie vertragen wohl nichts, ne? Ich habe nichts getrunken. Ganz klar, wie immer keinen Tropfen. Kommen Sie. Na, schön vorsichtig. Na, geben Sie mal einen Schlüssel her. Papiere? Jetzt kommen Sie erstmal mit uns. Kommen Sie. Gino, komm mal her. Was hast du denn alles? Nur noch Nelken. Du hast keine Hosen mehr. Nee, sind alle verkauft. Ja, und was kostet das Gemüse? Spielt doch für einen Mann wie Sie keine Rolle. Ah, nein. Möchten Sie gehen? Danke. Nur damit es nach was aussieht. Das ist aber schön. 15 Mark. Na gut, stimmt schon. Dankeschön. Charlie, hey, Basi. Hey, Karin. Nelke Fugel. Muss doch verkaufen. Hast du Teerosen? Komm nach hinten. Schön. Sehr schön. Wie viel? Vier, wie immer.
Ist der neue Kundschaft? Was macht's? 20 Mark. Du wirst doch immer teurer. Das Zeug wird immer gefragt werden. So. Jetzt sehen wir uns noch die Augen an. Ist es schlimm? Naja, es geht noch. Aber wenn Sie so weitermachen. Was ich mir gedacht habe. Huber, Namen, Kommissar, gut, dass ich es noch erwische. Können Sie mal zu mir herunterkommen? Hallo Freunde, wie geht's? Wie schon? Gino, ich brauch was. Bitte? Ich brauch was. Ah. Wie viel? Na, wie viel brauchen wir? Das ist eben für jeden reich. Dutzend? Dutzend? Na ja, mindestens. Sei nicht so happy. Also, na, was zierst du dich denn so? Du, ich würde es ja noch aufwendiger machen. Na, heilige Aktion. Ja, lass mal die Hosen nicht. Sag mal, kannst du noch zählen bis zum Ende? Ja, hat er ja gelernt, war nur in der Volksschule. Also, wer deine Piepen? Na los, was ist? Da fehlt noch ein Zehner. Wir haben noch feste Preise. Na, hör mal. Also für Stammkunden, nicht wahr, Silvia? Ja. Das gibt's doch nicht. Also zahlst du es eben. Mensch, ich bin doch eh schon pleite. Doch, na, das kriegen wir schon wieder. Wird schon wieder. Also haben wir's? Na, ihr seid ja vernünftige Leute. Sonst gibt's eben nichts mehr. Ach, wie witzig. Gib am besten zwei Minuten. Na, Fräulein Kramer? Ist gut. Was ist denn schon dabei? Ja, finden Sie. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie sind doch noch sehr jung. Gehen Sie vielleicht noch zur Schule? Ja, ich stehe vom Abitur. Na, sehen Sie. Da machen Sie solche Sachen. Seit wann rauchen Sie denn das Zeug? Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Mir ist schlecht. Kann ich mal denken. War es das erste Mal? Besser? Ja. Haben sich bestimmt netter vorgestellt, was? Tja, die haben mir solche Sachen erzählt. Ach ja? Wer denn die? Na ja, die Jungs, die mir das Haschisch gegeben haben. Sie sagten, es macht... Na, was denn? Na ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Na ja, schon gut. Waren sicher neugierig drauf, was? Wissen Sie, was Sie sich damit antun können? Tja, über das bisschen Übelkeit kommen Sie weg. Aber wenn Sie nicht aufhören, dann ist es aus mit dem Abitur. Wollen vielleicht mal studieren? Wollen mal heiraten und Kinder kriegen? Aber das war bestimmt das letzte Mal, Herr Kommissar. Das müssen Sie mir glauben. Ja, ja, ja. Wollen wir hoffen. Wer waren denn die Burschen, von denen Sie das Zeug haben? Ich weiß nicht. Ich kenne von zwei in die Vornamen. Der eine heißt Egon und der andere Karl-Heinz. Sind Studenten. Hm. Und wo hat das Ganze stattgefunden? In der Wohnung von den beiden? Nein. Na, wohnen da? Na? In so einem Nachtlokal in Schwabing. Dennis Salon. Oh, Dennis. Hier ist der Ausweis.
Gehen Sie mal schön nach Hause. Schlafen Sie sich mal richtig aus. Ja? Wiedersehen. Und lassen Sie sich nach Hause fahren. Baumann, sind Sie noch da? Nee, bin schon weg. Ihr Pech. Nee, euer Pech. Wir müssen noch ein Lokal überprüfen. Haschisch. Und nehmt euch auf alle Fälle einen Streifenwagen mit. In Ordnung. Das Lokal heißt Danny's Saloon in Schwabing. Warum hältst du das zu? Das muss man doch, sonst fällt ja alles raus. Frag da nicht so viel, rauch da mal selber ein. Ja, genau. Ich trau mir das nicht. Dann. Merkst du schon was? Namens Rosa. Noch nicht viel verkauft, was? Ich bin schon zu alt für die Rumlauferei. Was machen Sie denn hier? Das sehen Sie hier. Huber, Sie bleiben am Ausgang, Sie wissen ja Bescheid. Was wollen denn die da? Alter, wie läuft das hier? Machen wir einen ganzen Dollar? Sie nehmen die linke Seite, ich gehe hier rüber. Der Tisch hinten in der Ecke ist interessant. Genau. Ja, Kriminalpolizei. Darf ich mal Ihre Ausweise sehen? Muss man den immer dabei haben? Man muss nicht, aber ist besser so. Ich will noch einen Führerschein oder sowas bei sich. Darf ich bitten? Ja, ich muss erst mal suchen. Na, und Sie? Ich hab meine in der Garderobe. Ja. Na, bleiben Sie mal hier, das können wir nachher regeln. Gehst du mit oder muss ich meinen Schnapsalat trinken? Nee, ich habe noch was anderes vor. Keine Zeit. Die können Sie haben und trinken Sie auf mein Wohl. Gino! Hey Gino! Was war denn da drüben los? Kleine Razzia, die haben den Laden ausgehoben. Ach was. Wie haben die das rausgekriegt? Irgendwo hat das Fass ein Loch. Scheint so. Ja, wird ja nicht gleich den Kopf kosten. Nee, Ihren bestimmt nicht. Können Sie mich mitnehmen? Ich muss weg von hier. Na los, steig ein. Legt doch den Mantel gleich hier hin. Okay. So, komm rein, Gino. Na? Lass uns ein bisschen allein, ja? Mhm. Hallo, Gino. Hallo? Na, setz dich doch. Nee. Whisky. Ja, bitte. Verdammter Mist. Dass das ausgerechnet mir passieren muss. Hast du damit doch mal rechnen müssen. Prost. Ja, sicher. Geschnappt haben sie ja schon oft welche. Aber diesmal stecke ich bis zum Hals mit drin. 5 Minuten vorher habe ich das Zeug noch verkauft. Ich bin gerade noch rausgekommen mit meinen Blumen. Wenn die mich bloß nicht verpfeifen. Das glaube ich nicht. Ja, ja. Kann ich noch einen haben? Damit würden sie sich nur selbst reinreiten, weißt du? Ja, Sie wissen das vielleicht, aber die? Sind Sie von denen schon mal in die Mühle genommen worden?
Ich kann Ihnen genau sagen, was passiert. Spätestens in einer Stunde sagen Sie denen alles, was Sie wissen wollen. Und ich wette, wenn ich heimkomme, warten die schon auf mich. Ach Quatsch. Ja, oder morgen. Oder übermorgen vielleicht. Einmal erwischt's mich. Und die anderen lachen sich in Ast. Welche anderen? Glauben Sie, ich weiß nicht Bescheid? Aber diesmal haben die Herren sich geirrt. Die Suppe löffle ich nicht alleine aus, das sage ich Ihnen. Ich nicht. Ich packe aus. Sie werden sehen. Ach, das ist doch alles Unsinn. Wenn die glauben, sie haben einen Dummen gefunden. Komm, 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 komm. Du kennst die Leute doch gar nicht. So? Ich könnte Ihnen ein paar Namen nennen. Ah ja? Von ein paar Arabern zum Beispiel. Die dicke Wagen fahren und ich sage Ihnen, nicht mehr lange fahren. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sieh noch, warum du dich so aufregst. Sie haben gut lachen. Mich haben Sie gesehen. Lee, par les bras, weit vor. Und langsam zurück, weit zurück. Ja. Passt mal auf, Kinder. Das war schon ganz gut. Alle Kinder, bitte mal ins Zimmer. Studio Franke Berg. So. Benayat Kalam Ali bin Yosef. Und ruhig zurück. Weit zurück. Na, meiner Fein. Arm strecken. So. Einer Tino Alan. So. Und jetzt die andere Seite. Wie? Na, na ja, gut. Tino. So ist gut. Weit vor. Bis jetzt ist doch noch gar nichts passiert. Mir reicht's. Das Beste wäre es, ich ginge gleich freiwillig. Wenn ich bei der Polizei auspacke, komme ich sicher billiger weg. Warten wir es ab. Wo denn? Zu Hause vielleicht? Ich an deiner Stelle würde jetzt vor allem die Nerven bewahren. Und was mache ich damit? Es kommt mir wie gerufen. Kostet? Ein andermal. Na schön, dann werden wir uns ja darüber einig. Das beweist überhaupt gar nichts. So, da bin ich anderer Meinung. Sie haben das Zeug bei uns am Tisch gefunden. Aber muss es deshalb uns gehören? Nicht wahr, Silvia? Na klar, ist ja zu dumm. Darauf stellt Ihnen kein Richter Nachbefehl aus. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen, meine Herrschaften. Übrigens, das dürfte Sie als angehenden Juristen interessieren, die Aussage der Schülerin Eva Kramer. Sie wurde von Ihnen zum Haschischrauchen verleitet. Von uns? Ich habe euch ja gleich gesagt, die soll die Blöde ganz aus dem Spiel lassen. Na also, nun kommen wir doch endlich weiter. Und jetzt sagen Sie uns nur noch, wo Sie das Zeug herhaben. Dann können Sie gleich nach Hause fahren. Wir werden das. Lass mich doch an den ganzen Abend. Interessiert mich doch was? Überhaupt nicht. Ach. Doch, die Tour kenne ich. Ja, dann lässt es eben bleiben. Fahr zu! Hallo Gino, was machst du denn noch so spät? Immer noch im Geschäft? Gerade bin ich fertig. Aha. Bist du allein? Ja, ich habe mich eben verkracht mit Egon. Was, schon wieder? Ja, der spinnt doch immer. Bringst du ein Bier mit mir? Komm. Nee, ich muss nach Hause. Bin müde. Ach, du bist ja langweilig. Oh, komm doch mit. Denkste. Ciao. Ich hab Zeit. Na, du sag's ihm schon. Ist ja auch egal. Von irgendeinem Blumenhändler. Und wie heißt er? Weiß ich nicht. Die Leute nennen ihn Gino. Ja, sag mal, Riedel, wir hatten doch damals so einen Blumenhändler. Nennt sich Gino. Ja, richtig. Ach, Georg Brandl heißt er. Dann ist er ja gar kein Italiener, oder? Ah,
Dann stellen wir gleich die Adresse fest und schicken Wagen hin. In Ordnung. Isar 19. Richtig. Schalten Sie bitte auf I. Moment. Fahren Sie Nikolaistraße 17. Ich wiederhole, Nikolaistraße 17. Der Name ist Brandl, Georg. Brandl, Georg. Nikolaistraße 17. Verstanden. Ende. Also dann los. Ist es nicht die zweite links? Nee, noch eine weiter. Rückgebäude, erster Stock, das kann nur hier oben sein. Ich schau mal hier drüben nach. Komm doch, der ist doch sicher nicht zu Hause. Das ist kein Mensch oben. Na, der treibt sich irgendwo herum. Und was tun wir? Ach was, das sollen die Kollegen von der Frühschicht übernehmen. Na, Löffler, lange haben sie es nicht ausgehalten im Sanatorium. War immer leichter voll. Knappe 60 bis 70 Kilo, schätze ich. Ich bin auch kein Schwergewicht wie Sie, Herr Kommissar. Hier, bitte, bedienen Sie sich. Ja. Wenn es auch nicht Ihrer Marke ist. Fangen wir uns bloß nicht mit den alten Geschichten an. Damit Sie es wissen, das könnt ihr mir gar nicht mehr leisten. Ziemlich teurer Spaß geworden heute. Wenn man scharf drauf ist. Zahlt man eben. Wollen Sie mir vielleicht aufs Gotthaus führen? Gut, denken Sie hin. Ich habe ganz andere Sorgen. Ich habe da so eine Mordsache. Mordsache? Und was habt ihr nie damit zu tun? Hat da kein Mensch gesagt. Herr Kommissar, ich merke doch, dass da was nicht stimmt. Löffler. Wo waren Sie denn beispielsweise gestern Abend? Spätdienst. So. Frau Lichti, verbinden Sie mich doch bitte mal mit der automatischen Waschanlage Clearing. Ist gut, Herr Kommissar. Ah, hat sich schon erledigt, Frau Lichti. So schön, ich war bei meiner Freundin. Für meine Frau bin ich natürlich Spätdienst gehabt.
Könnte man vielleicht Namen und Adresse der Dame erfahren? Kommt das vielleicht in die Zeitung? Das hört man noch bei meiner Frau. Bleibt unter uns, Löffler. Na? Goldi Bergmann. Ach, Goldi. Ist ja goldig. Herr Erika Bergmann natürlich. Für mich heißt sie ja Goldi. Rossteig 11. Können Sie was besorgen? Vom Automaten? Ach, komm, komm. Hasch mich. Ich bin der Frühling. Hm? Für Sie? Dann pass mal auf. Ach, entschuldigen Sie vielmals, aber ich kann jetzt wirklich nicht mehr länger warten. Ich muss ja nach Hause und... Moment, ich frag mal. Herr Niklas, Frau Thoma muss dringend nach Hause. Sie hat es sehr eilig. Ja, ja, wir sind ja gleich soweit. Augenblick noch. In Ordnung. Sie haben gehört, die sind gleich fertig. Noch eine Sekunde. Na, okay. Ja, sehr schön. Wann wollen Sie mit dem Mann reden? Na, heute Nachmittag vielleicht. Bei Ihnen in der Firma. Ja, gegen 4? Wir werden sehen. Wiederschauen, Herr Kommissar. Wiederschauen, Herr Löffler. Frau Thoma kann bitte kommen. Na, sehen Sie, wir sind schon fertig. Sie können reingehen. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Entschuldigen Sie, aber ich habe nun wirklich nicht mehr viel Zeit. Sonst geht mir die Heizung aus. Ja, es sind ja nur noch ein paar Fragen. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Thoma. Ich kann Ihnen nicht mehr darüber sagen. Die Mordkommission hat mich 2 Stunden lang über ihn ausgequetscht. Und jetzt muss ich wirklich... Ja, ja, wir sind ja gleich fertig. Ja, sehen Sie, Frau Thoma, wenn man mit dem Mieter 2 Jahre lang im selben Haus wohnt, dann lernt man ihn doch ein bisschen kennen. Nicht wahr? Och. Nicht mehr als alle anderen Mieter. Na ja, ein alleinstehender junger Mann. Nett, ohne Reichtümer. Ich meine, es fordert doch geradezu heraus, dass man ihm ein bisschen unter die Arme greift, mal einen Knopf vernäht, Suppe kocht. Na ja, das schon. Anfangs wenigstens. Na und dann? Mein Mann war es nicht recht. Ach, eifersüchtig, was? Er ist den ganzen Tag auf dem Bau. Na ja, Herr Brandl ging ja erst immer abends weg mit seinen Blumen. Nee, das macht er erst seit einem halben Jahr. Damals war er doch noch beim Theater. Was hat er denn da gemacht? Gesungen, im Chor. Warum hat er da aufgehört? Warum wohl? In der sowas steckt doch immer eine Frau. Mhm. Haben Sie sie gekannt? Vom Sehen. Die war auch bei dem Theater. Tänzerin oder sowas. War nicht mehr die Jüngste. Und Schino war schließlich Anfang 20. Guten Tag, Entschuldigung. Sind Sie der Pförtner? Ja, bitte. Was wollen Sie denn? Können Sie mal einen Augenblick sprechen? Kriminaloberbürgermeister Baumann, das ist mein Kollege Riedel. Ja, selbstverständlich, wenn ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein kann. Ach, Sie kommen sicher wegen dem Behandlung. Das kam vorhin schon im Radio durch. Ja, er war doch hier im Theater angestellt als Chorsänger. Ja, ja. Der wurde doch auch Gino genannt, nicht wahr? Ja, stimmt. Können Sie uns sagen, warum der entlassen wurde? Ja. Entschuldigen Sie, bitte. Ja, Pförtner Operette? Nein, probiere ich schon aus. Ja, also das war vor allem... Vor einem halben Jahr, der Brandl kam völlig besoffen zur Vorstellung. Es war Premiere Marza. Er spielte den Offizier im ersten Akt und hat dem Tenor das Lied vollkommen geschmissen. Das stand sogar in der Zeitung. War das der einzige? Wiedersehen. Wiedersehen, Frau. Wiedersehen. Dax ist schon da. Ja, ja. Die war auch nicht ganz unschuldig da. Wir waren das. Das ist Franka Berg, unsere Ballettmeisterin. Der Brandl hat bei ihr Stunden genommen. Der war völlig verrückt nach ihr. Und Sie? Sie? Na, Sie kennen ja den Typ. Die hat's nicht lange bei einem aus. Jetzt hat sie so einen Ausländer. Ein Araber, glaube ich. Mhm. Tja, das wär's wohl. Ja? Schönen Dank für Ihre Auskunft. Bitte schön. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen.
ist, recht? Ja, ich muss zum Reise wieder mein Ticket abholen. Vielleicht komme ich noch beim Friseur dran. Fein, lass dich hübsch machen. Für die Männer in Tanga? Du. Ich denke, du willst deine Familie besuchen. Ja. Und den anderen. Also. Sie sind von der Polizei. Dann wissen Sie ja auch, weshalb die Züge kommen. Macht mal alleine weiter. Aber seid schön brav, ja? Dankeschön. Dankeschön. Sie kommen wahrscheinlich wegen diesem Gino. Man hat mir im Theater davon erzählt. Bitte eine Frage, Frau Berg. Wann haben Sie Gino zum letzten Mal gesehen? Moment mal, das war ungefähr vor einem halben Jahr. Ich weiß nicht, was... Ja, Sie haben ihn doch gut gekannt. Es handelt sich schließlich um einen Mord. Ja, bitte. Dankeschön. Was habe ich damit zu tun? Wir haben lediglich ein paar Fragen an Sie. Sie scheinen aber doch sehr gut informiert zu sein. Da werden Sie auch wissen, dass wir uns vor einem halben Jahr getrennt haben. Und seitdem haben Sie nicht mehr getroffen? Doch, ich habe ihn gesehen. In Schwabing als Blumenverkäufer. Er hat nicht nur Blumen verkauft. So? Was denn noch? Rauschgift, Haschisch. Und wir vermuten, dass er... Das hat... Entschuldigung. Es hat ein bisschen länger gedauert. Den Wein bringen Sie gegen Abend. Die Herren sind von der Polizei. Das ist Ali Ben Yusuf. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Angenehm. Sie leben in München? Ja. Ich bin so frei. Ah, neu? Ja. Arbeiten Sie auch hier? Ja, als Klavierspieler. Sie sind also hier in einem geregelten Arbeitsverhältnis? Ja, alles in Ordnung. Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung, Steueranmeldung, Alkohol. Alkohol? Auf Deutsch alles. Ich bin da schnell in die Küche. Ihr Deutsch ist ausgezeichnet, Herr Ben Yusuf. Vielen Dank. Sind Sie schon lange hier? Ungefähr ein Jahr, nicht wahr? Ja. Vorher waren wir in Paris. Wir? Ja, meine Schwester Fatma und ich. Entschuldigung. Wohnt sie auch hier? Nein, sie hat ihr eigenes Zimmer. Darf ich ihre Adresse haben? Ja. Aber ich denke, Sie werden sie dort nicht finden. Sie arbeitet bei dem Bildhauer Palm, Ungerer Straße 25. Eine Sekunde. Guten Tag. Guten Tag, Herr Palm. Entschuldigen Sie die Störung. Sehr. Baumann, das ist mein Kollege Riedel. Freut. Sie haben ja sehr schöne Sachen gemacht. Ach, das ist nicht von mir, das ist noch von meinem Vater. Womit kann ich dienlich sein? Wir wollen ein paar Fragen an Fräulein Yusuf stellen. Fragen? Sind Sie von der Polizei? Ja. Hat sie was angestellt? Aber nein. Na, das hätte mich auch gewundert. Sie könnte nicht mal bei Rotlicht über die Straße gehen. Ja, sie ist eben in die Stadt gefahren. Bitte wollen Sie sich Platz nehmen? Danke, wir haben sehr wenig Zeit. Wir müssen zu einer dringenden Besprechung. Aber würden Sie so freundlich sein und ihr diese Karte geben, sie möchte zu mir ins Präsidium kommen? Heute noch? Ist doch eine reine Routineangelegenheit. Sie wissen ja, es hängt mit Ihrer Arbeitserlaubnis zusammen.
Es gibt da bürokratische Anordnungen, die... Naja, das wär's. Wiedersehen, Herr Pall. Bitte schön, hier lang. Schönen Dank, Wiederschau. Ja auch noch mitnehmen. Schaff doch endlich das Zeug weg. Ich will es keine Minute länger im Haus haben. Das bisschen? Kaum der Rede wert. Überlass das bitte mir. Für das bisschen gibt's 5 Jahre. Okay, Chefin. Ja, bitte? Ach du, Fatma, wie bist denn du reingekommen? Tür war offen, die Kinder sind rausgegangen. Na, hat er gesagt, Alec? Kutsche dann? Die Polizei war hier. Ich weiß, bei uns auch, ich muss gleich hin. Wohin? Ich lasse den Baumann für Schulter. Mina Jelika mit einer. Was ist los? Sprecht gefälligst Deutsch. Oh, entschuldige, aber ich muss mich beeilen. Also, welche Maschine nimmst du? Die um 20 Uhr nach Genf, dann weiter nach Tang. Wann kommst du zurück? Übermorgen mit der Mittagsmaschine. Ja. Und wer holt das diesmal aus dem Zoll? Wird sich schon jemand finden. Du bringst die Sache wie immer zum Zoll, gibst mir den Aufbewahrungsschein. Wo fahren wir es hin? Bleiben wir bei der Ziegelei. Okay. Okay. Ciao. Bye, bis dann. Mit anderen Worten, wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte. Ja, und was ist mit dieser Ballettmeisterin? Nur weil sie mal diesen Blumenhändler gekannt hat? Aber sehr gut gekannt hat. Und wenn ich an diesen Araber denke... Mensch, Riedel... Hier ist doch der Bericht über den Mann. Da ist doch nichts drin. Na, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, als wenn... Wir lesen zu viel Tausend und eine Nacht. Nicht jeder Araber ist ein Rauschgifthändler. Na, konkrete Vorschläge? Abwarten. Was abwarten? Das Ergebnis der Mordkommission. Sie meinen wohl das Endergebnis, was? Können wir lange warten. In der Zwischenzeit müssen wir Informationen sammeln. Jede Information, ob wichtig oder unwichtig, kann interessant sein. Tja, Fleißaufgabe, meine Herren. Wir sollen uns wohl wieder mal amortisieren, was? Genau das. Und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, ja? Sind Sie zu Hause? Ja, 22 Uhr. Und bis dahin? Privatleben. Was dagegen? Verzeihen Sie bitte, können Sie mir helfen? Ich muss zu Baumann, Zimmer 112. Zu Herrn Baumann? Da brauchen Sie bestimmt nicht drauf zu laufen. Die Herren sind sicher nicht mehr da. Ja, aber wieso? Ich bin doch herbestellt. Augenblick, ich ruf mal auf. Da haben Sie Glück gehabt, da kommt der Chef des Dezernats. Verzeihen Sie, Herr Kommissar. Ja, was gibt's denn noch? Die junge Dame sagt, sie ist bei Herrn Baumann bestellt. Ich dachte vielleicht, dass Sie... Ah ja, danke schön. Bei Baumann... Ja. Ah, tut mir leid, der ist schon weg. Wie war denn Ihr Name? Fatima Yusuf. Ach, Fräulein Yusuf. Bin im Bilde. Aber ich bin in furchtbarer Eile. Macht das Ihnen was aus, wenn Sie morgen noch mal vorbeikommen? Oder vielleicht übermorgen? Bei Ihnen? Ja, bei mir. Wiedersehen. Wiedersehen. Tag, Schröder. Ach, Herr Kommissar. Na, Schröder, grüß Gott, Herr Kommissar. Waren für mich? Ja, nehmen Sie vielleicht den da. Oh. Was ist mit dem hier? Nein, der muss erst gewaschen werden. Nö, er ist genau richtig. Den nehme ich. Bitte. Und Sie meinen, Herr Kommissar? Also. Ich habe auch noch einen Geländewagen für Sie, Herr Kommissar. Ja, ja, schon.
Sofort, ich komm gleich. Ja, danke schön. Ja, schon. Ist der Mann schon da? Ah, da kommt er ja gerade. Hast du es mit? Ja, auf deine Verantwortung. Ist der auch in Ordnung? Na, was ich dir am Telefon gesagt habe. Das läuft, der Bekannter vom Joe. Na schön. Ich muss wieder rein. Wart auf ihn hier, ich schick dann raus. Mark. Und da ist dann auch das Wachs mit dabei. Eine Mark für das Wachs. Und muss das sein? Na, wir können es ja haben. Nein, wie Sie wollen. Nein, nein, ich nicht. Oh, bitte sehr. Danke. Eine Wäsche, bitte. Ja, alles in Ordnung? Ja, er wartet draußen. Der Große mit dem dunklen Mantel. Gut. Was sind Sie für ein Landsmann? Soll es ein Grieß sein oder was soll das? Haben Sie was dabei? Natürlich, das wäre ich doch nicht hier. Zufrieden? Nicht schlecht. Wie viel kann ich denn davon haben? Wie viel wollen Sie denn? Na, sagen wir 1 bis 2 Kilo. Na, hören Sie. Max nur im Detail. Wenn Sie größere Mengen brauchen, dafür sind andere Leute zuständig. Ach, Sie können doch das arrangieren, hm? Weißt du gar nicht, wer Sie sind? Oh, ein Mann, der Ihnen Haschisch abkaufen will. Genügt das nicht? Oder muss ich Ihnen noch meinen Lebenslauf erzählen? Also, was ist? Ja oder nein? Ach, treffen wir uns morgen Abend, sagen wir, 10 Uhr, Bahnhofskino, rechte Seite, ganz hinten. Passt Ihnen das? Ja, okay. Also, bis morgen.
Da hat ich Zeit. Mach das. نهارك سعيد يا آنسة. أنا انتظرتك من قبل. على نهايته؟ نعم بلا شك. عزيز. مبسوطة؟ أوكي. أنا حترك الصندوق يلحم حالا. ابحثي الآن عن بطاقة. سيداتي سادتي نشرة الأنباء. تفضلي. إليكم أولا مدعوش. ماذا نأخذ هذه المرة؟ حلاوة؟ جراد محمص؟ سمنة لذيذة؟ سيسام مطحون فاخر؟ نأخذ سيسام. حدوث زلازل. Was denn allein? Es hat leider noch nicht geklappt, bitte. Aber Qualität 3 können Sie haben. Kostenpunkt? 5000 Mark pro Kilo. Na, sagen wir 4. Angebotpreis. Das ist schon Angebotpreis. Aber doch nicht für einen Dauerabnehmer. Auch alle 6 Wochen 5 Kilo. Was? Alle 6 Wochen 5 Kilo? Mhm. Kann ich unmöglich allein entscheiden. Dann lassen wir es eben. Moment. Oder Sie bringen mich mit Ihrem Boss zusammen. Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte wird diesmal. Macht das schon, dass Sie mit ihm sprechen können. Ist noch heute nicht gegangen. Wann? Treffen wir uns doch morgen Nachmittag, 2 Uhr, Collierplatz. Bei den Telefonzellen, die kennen Sie doch, ne? Okay. Na, was ist denn? Entschuldigung. Hier wurde unter anderem gezeigt, was morgen in den Küchen den Hausfrauen helfen soll, die täglich. So, dann haben wir also alle Möglichkeiten durchgesprochen. Ich wiederhole nochmal. Wir fahren jetzt sofort zum Collierplatz. Ich gehe schon mal. Ja, ist gut. Sie kommen nach. Danke, danke. Wir warten, bis der Mann zu Ihnen einsteigt und bleiben Ihnen dann auf dem Fersen. Ja, ist gut. Also los. Und ihr greift nicht eher ein, bis ich euch ein Zeichen gebe. Ist klar. Na, wo fahren wir hin? Flugplatz. Und wie geht's weiter? Das werde ich schon sehen. Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wo ist die Gepäckaufbewahrung? Gepäckaufbewahrung? Gehen Sie bitte da ins Büro rein. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie irgendwas anzumelden? Nein. Gar nichts? Nein, nichts. Danke. Bitte sehr. Würden Sie bitte die Tasche für mich aufbewahren? Ja, bitte. Die wird später abgeholt. Alex, eine Zollaufbewahrung. Ja, sofort. Einen Moment noch, gnädige Frau. Grüß Gott. Ja, bitte. Ein Stück? Ja, die Tasche.
Bitte schön, gnädige Frau. Danke. Auf Wiedersehen. Herr Fitzek. Ja? Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Haben Sie die Schlüssel? Ja. So, jetzt gehen Sie zum Kiosk und verlangen ein Exemplar Casablanca, bitte. Casablanca, denn, ja. Und dann? Dort spricht sein Bekannter an. Ah, da bin ich ja neugierig. Können wir ja gleich sehen. Ob ich ihm nicht besser nachgehe? Nee, warten Sie mal. Das mache ich. Bleiben Sie hier, behalten den Kerl im Auge. Gut. Bin gleich wieder da. In Ordnung. Da hast du. Ah, das Gepäck. Alles klar sonst? Gut. Mhm. Haben Sie eine Casablanca denn mehr? Casablanca denn mehr? Haben Sie nicht. Sie können meine Zeitung haben. Fred. Wie geht's Ihnen? Danke. Ausgezeichnet sehen Sie aus. Richtig erholt. Wie geht's der Familie? Gut. Alles gesund? Ja. Fliegen Sie gleich weiter? Ja, nach Frankreich, erst nach Paris und dann weiter. Aber Zeit auf den Drink haben Sie noch. Ja, doch. Übrigens, Gruß aus Marokko. Aha, der Gepäckschein. Ganz richtig. Danke. Bitte schön, mein Herr. Danke. Die Aufbewahrung macht 50 Pfennige. Haben Sie irgendwas anzumelden, bitte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ah ja. Machen Sie doch mal auf. Bitte. Da ist... Das gehört meiner Frau. Und die Büchse, was ist denn da drin? Hier, das ist ein orientalisches Gewürz. Darf ich mal? Sesam heißt das. Ein Gewürz? Arabisch. Arabisch kann ich leider nicht. Schwere Sprache. Ist schon gut. Ja, Dankeschön. Das wär's, ja? Das wär's, ja. Gut. Wiederschauen. Wiedersehen. Na, was ist? Ben Yusuf, der Klavierspieler. Hat den Chef am Zeitungsstand begrüßt wie einen alten Bekannten. Dann hängt also dieser Ben Yusuf mit drin. Garantiert. Also doch, tausend und eine Nacht. Da kommt er. Die Tasche hat er bei sich. Schwierigkeiten gehabt? Nee, alles in Ordnung. Na wunderbar. Wo geht's jetzt hin? Das ist zu kompliziert. Lassen Sie mich fahren. Gut. Also. Thank you.
kann man ihn spiegeln. Der folgt uns doch hier. Ach Quatsch, die kommen auch vom Flughafen. Ist doch eine öffentliche Straße. Wolltest du nur sagen? Ja, schon gut. Außerdem, die hängen wir gleich ab. Achtung. Festhalten. Habt ihr noch ein paar Schranken? Verfluchter Mist! Rufen Sie die Zentrale an. Sie soll die Landpolizei verständigen, dass sie auf den Wagen achtet. Sie sollen aber nichts unternehmen. Nur beobachten und Meldung an die Zentrale. Isa von Isa 46, bitte kommen. Isa von Isa 46, bitte kommen. Isa von Isa 46. Durchsage für Landpolizei Odeon. Meldung über Durchfahrt eines PKW. Polizeiliches Kennzeichen MHY 576. Den Oberföhring auch nicht? Ja, ist gut. In Ordnung. Halten Sie an. Was ist denn los? Der Wagen ist nirgends durchgekommen. Die können ihn auch übersehen haben. Ach wo. Glaube ich nicht. Wir müssen ihn längst überholt haben. Drehen Sie um. Genau 5 Kilo. Aufmachen? Na, was denn sonst? Bitte? Gib her. Probieren? Na, was denkst du denn? Mach mal noch einen anderen auf. Welche? Oh, den da. Misstrauisch. Stichprobe. Wo bleibt denn eigentlich euer Boss? Oh, der kommt schon noch. Thank you.
Wie ist gut? Messerstich. Aber er lebt. Ich hole einen Krankenwagen. Kommissar. Geht's? Komm weg! Sie, Ferry? Dank, Frau Berg. Was gibt's denn? Ich dachte, es wäre Ali. Wir wollten nämlich zusammen weggehen. Ja, wir haben Pech gehabt. Wieso? Tja. Polizei? War Ali dabei? Ja. Komm, ich schon. Also, was ist los? So reden Sie schon. Ja. Da war es ein Unfall. Ist alles so rasch gegangen. Ball und Fatima sind gerade noch rechtzeitig weggekommen. Und, ja. Und? Ali war schon tot, als Palm und ich flüchten mussten. Jetzt hören Sie auf. Ja. Was wollen Sie denn jetzt machen? Sicher wird die Polizei kommen. Soll sie denn? Hier ist nichts zu finden. Mir ist nichts nachzulassen. Gehen Sie. Ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Wenn ich Ihnen trotzdem irgendwie behilflich sein kann. Bitte gehen Sie. Schon gut, Frau Berg. Wie wäre es mit ein bisschen Trauer? Du bist ja immer noch nicht fertig. Was denkst du dir eigentlich? Um 6 Uhr geht deine Maschine. Hörst du mir überhaupt zu? Ich kann doch jetzt nicht weg. Wozu auch? Soll das ein Witz sein? Du gehst mir nicht auf die Nerven, verplemperst die Zeit. Ja, mich hat der Kommissar nicht gesehen, aber dich. So wie der Bursche zu sich kommt, stehen sie hier vor der Tür. Die kommen sowieso, ob ich weggehe oder nicht. Ja, bei mir können sie nichts beweisen, verstehst du? Den Kram liegen. Ich schicke ihn dir. Also gut. Du weißt genau, es war ein Unfall. Das weißt du doch, Fatima. Hast du mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hab's alles gesehen. War Schicksal. Schicksal. Jawohl, genau. Mach dir nichts vor. Immerhin hat der Gino umgelegt. Ist besser so. In deinem Auftrag. In 2 Minuten bist du fertig. Straße 25. Sie kennen das Haus, ja. Und den Besitzer auch. Ja, Rüdiger Palm. Er ist der, den Sie suchen. Ja, aber schnell. So, das wäre erledigt.
Komm, lass mich, ich mach du die Tasche fertig. Hast du alles? Ja, ich glaube, ich muss mal schauen. Komm, steck's in die Reisetasche. Na los, los, mach schon. Was ist denn noch? Ich hab nur verloren. Na, lass sie hier. Ach, bitte, ich häng sie an. Was du aufhörst. Na komm, was stehst du hier rum? Marsch! Ach, ja. Komm, schließ endlich die Garagentür auf. Lass doch offen, komm endlich. Was ist noch? Ein Einschaltbrief, bitte. Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Stecken Sie vorne in den Kasten. Das geht nicht, Sie müssen mir unterschreiben. Gleich. Ja, nimm mal mit, bitte. Bitte schön. Wo? Oh. Unten. So, bitte. Und, okay. Steigen Sie aus, Herr Pfeil. Sie sind verhaftet. Thank you.
Thank you.